Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 Classic. Ich habe mich gerade entschieden, also ihr seht ja gerade, dass ich warte, dass Daron ins Bett geht. Ich habe mich daran gerade erst wieder erinnert, ich habe das total vergessen. Ich wusste gar nicht mehr, wo ich bin und was ich mache. Oh, mein Schwert sieht so cool aus, ne? Ich finde es so cool, dass man hier endlich mal andere Schwerter als Belias Klaue hat. Ich habe mich jetzt entschieden, da ich hier eh noch eine Weile warten muss, kann ich ja so lange ein, zwei Sachen machen, die ich sowieso machen muss. Also es ist jetzt 1:12 Uhr, ich nehme an, er geht um 2 Uhr oder so ins Bett. Tatsache ist, ich muss noch zu dem Richter und mir seine Aufgabe geben lassen. Ich darf nachts in, oder ich darf in das Richters Haus. Deswegen gehe ich jetzt einfach nachts da rein. Der flippt dann nicht aus. Der redet dann mit mir, obwohl er gerade aus dem Bett gerissen wird. Das finde ich toll. Da rede ich jetzt einfach mal mit dem Richter und lasse mir eine Aufgabe von ihm geben, damit ich den Typ da fertig machen kann. Ihr wisst ja, diese Quest des Richters Lakai von Lee, die habe ich gerade gesehen. Hab gerade einfach mal in mein Tagebuch geguckt, um mich dran zu erinnern, was ich machen soll oder wollte. Hallo. Wie sieht's aus? Du dreckiger Söldner, machst gefälligst, dass du verschwindest, bevor ich die Wachen rufe. Langsam. Ich bin nicht hier, um dich zu bestehlen. Ich suche Arbeit. So, du willst also für mich arbeiten. Das ist natürlich etwas anderes. Da gibt es leider nur ein kleines Problem. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Doch klar. Du wirst deine Loyalität erst beweisen müssen. Shit. Und wie? Stell mich auf die Probe. Na gut, hör zu. Bring mir den heiligen Hammer der Magier des Feuers. Sie bewahren ihn irgendwo im Keller des Klosters Ach auf. du Scheiße. Wenn du das schaffst, dann werde ich darüber nachdenken, dich bei mir als Leibgarde anzustellen. Leibgarde, wow. Alles klar. Gut, aber denk daran, wenn sie dich erwischen, habe ich nie von dir gehört. Ich weiß, wie man das macht. Ich kann das auch tun und das gibt auch keine weiteren Probleme oder Ärger. Mir fällt gerade noch ein, dass ich, oder ich hab geguckt wegen diesem Blutkelch. Ich habe echt total vergessen, wie ich ihn kriege, wo er ist und so weiter. Und deshalb habe ich das einfach mal bei Mondgesänge geguckt, damit ich wenigstens die Quest beenden kann, weil sonst würde ich wirklich voll auf dem Schlauch stehen. Ich muss zu Valentinos Haus. Ich weiß aber nicht, welches Valentinos Haus ist. Deswegen werde ich einfach hier speichern und einfach mal in jedes Haus reinstürmen und gucken, ob Valentino da im Le Bett liegt. Danach kann ich wegen mir noch Daron beklauen und dann kann ich die anderen Sachen machen. Oder wenn Daron schon noch nicht im Bett ist, dann mache ich eben noch. Moment mal, ist das hier vielleicht? Nein? Ich muss irgendeine Lampe drücken, war das. Ich muss nur Valentinos Haus finden. Was suchst du? Ah! Ich bin hier richtig. Okay, dann lade ich nochmal. Valentino ist ja noch gar nicht im Bett. Ich habe total vergessen, dass der in Koragons Kneipe den ganzen Abend sitzt und sich zulaufen lässt bis 4 Uhr morgens. Deswegen, ja. Hier ist niemand. Niemand, den stört, dass ich hier rumschleiche. Okay, das ist gut. Ja, ich bin ja auch gerade einfach reingestürmt und keine Wache hat gesagt, hey du. Also ist da auch gerade keine Wache anwesend. Ich muss hier kurz schleichen und diese Lampe betätigen. Ja, also. Ich habe schnell gemerkt, dass es Valentinos Haus ist, weil niemand im Bett liegt. Da ist es mir dann wieder aufgefallen, Valentino liegt, der geht ja gar nicht ins Bett so früh. Früh in Anführungsstrichen. Ich meine, die Leute schlafen eigentlich alle um die Uhrzeit. Kannst du bitte mal die Lampe betätigen? Was ist los mit dir? Mach das einfach. Okay. So, die Tussi schläft immer noch. Wir haben irgendetwas bewegt. Es ist, glaube ich, im Erdgeschoss. Und da kriegen wir dann den letzten Blutkelch. Den kann ich dann auch demnächst abgeben, sobald ich wieder zu Cassia runtergehe. Das kann ich sehr bald machen. Das kann ich eigentlich heute noch machen, bevor ich ins Bett gehe. Denn ich bestehe dann Daron und bin dann sowieso, gehe dann sowieso in die Taverne und von da aus komme ich ja gut zu Cassia. Das kann ich dann noch schnell machen. So, hier ist diese Wand aufgegangen und hat mir eine Truhe gezeigt. Alter, da ist jemand gestorben da drin. Valentino hat einfach eine Leiche im Keller sozusagen. Wie krass, das wusste ich gar nicht. Okay, haben wir hier gleich mal. Ja, wir haben hier gleich mal den Blutkelch, müssen nicht knacken. Das finde ich toll. Jetzt kann man auch wieder aufstehen und einfach rausspazieren. Dubidu, ich habe nichts gemacht. Okay. Du siehst nicht mal aufgewacht. So, jetzt haben wir 1:53 Uhr. Ich nehme mal an, er geht entweder jetzt ins Bett oder erst wieder in einer Stunde. Ich gehe jetzt mal, ich speichere jetzt mal hier an dieser Stelle. Direkt vor den Treppen. Und wenn Daron noch nicht im Bett ist, dann kann ich hier nochmal laden und einfach noch ein, zwei andere Sachen machen. Zum Beispiel muss ich noch Hilda gleich das Heilmittel bringen und ich muss auch noch zu diesen Banditen, die ich am Leben lassen musste, weil ich noch nicht die Drachenjägerrüstung habe. Die habe ich jetzt und ich traue mir jetzt zu, diese Bastarde zu vernichten. Einfach zu töten. Und ich gehe jetzt aber erstmal zu Daron und schau mal, ob er schon schläft. Ich hoffe, da ist keine Wache anwesend. Seltsamerweise ist da scheinbar tatsächlich keine Wache. Ist ja echt lustig. Warum ist um diese Uhrzeit keine Wache hier? Da haben sie irgendwie Mist gebaut, die Wachen, bei ihrer Einteilung.
Da haben sie irgendwie... Oh, da steht einer. Der denkt, der sieht es, wenn ich hier reingehe. So, ich glaube, Daron ist im Bett. Ich speichere hier. Ja, ich habe auf beiden gespeichert. Das ist also kein Problem zu überschreiben. Und ich schleiche jetzt hier rein. Es sieht so aus, als wäre Daron nicht mehr in seinem Sessel. So, ich wollte diese Truhe da ausnehmen. Ich dachte, Daron schläft... Ach, da hinten ist er. Okay. Ich dachte, Daron schläft in diesem Haus, aber... Er ist ganz da hinten. Der bleibt einfach länger wach als seine Gastgeber. Das ist irgendwie unhöflich, glaube ich. Ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch nicht unhöflich. So. Links. Rechts. Rechts. Links. Links. Okay. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Scheiße. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Links. Links. Rechts. Rechts. Links. Rechts. Links. Links. So. Was haben wir hier? Einmal Licht, zweimal Schlaf, zweimal Vergessen, einen Eispfeil, eine Mana-Essenz und einmal Gold. Jetzt erinnere ich mich dran. Vielleicht wisst ihr das noch. Ich habe ja damals diesen Lagertypen eingeschläfert, musste aber erst ewig nach einer Schlafspruchrolle suchen, bis ich den Typen einschläfern konnte. Ja. Und ich habe mich daran erinnert, dass man irgendwo noch eine Schlafspruchrolle bekommen müsste, dachte ich. Und deswegen habe ich gedacht, wo zum Teufel hätte ich die nochmal herbekommen können? Und jetzt ist wieder klar, ich hätte sie aus Darons Truhe klauen können. Aber bis ich einfach mal Schleichen und Taschendiebstahl hatte, hat mir das eh zu lange gedauert, glaube ich. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich jetzt zwei Schlafspruchrollen mehr und 150 Gold weniger wegen der einen Schlafspruchrolle, die ich gekauft habe. Sonst hätte ich jetzt 10.000 Gold. So, hier sind eine Blutkelche. Wegen der Blutkelche. Ich habe alle 6 Kelche zusammen. Ja. Gute Arbeit. Ich habe inzwischen einen Käufer ausfindig gemacht. Das ging ja schnell. Deine Belohnung kannst du haben. Danke, dass du diese Sache für mich gemacht hast. Mehr habe ich für dich nicht mehr zu tun. Aber du kannst jederzeit von mir lernen. Und es gibt genug auf der Insel, dass du dir aneignen kannst. Ich finde, die klingt wie DJ Atomica. Oh. Ich will meine Belohnung abholen. Was willst du haben? Ich muss mich jetzt erst entscheiden. Ein Ring der Eisenhaut, 4 Elixiere der Heilung oder 400 Goldstücke. Was ist der Ring der Eisenhaut? Ich glaube, der gibt mir Schutz vor Waffen. Das ist nicht so toll. 4 Elixiere der Heilung finde ich am nützlichsten im Moment. Gib mir die Tränke. So. Ich habe ja schon 2 Ringe, ne? Welche 2 habe ich denn da? Ein Ring der Unbezwingbarkeit, der sehr wichtig ist. Und ein Ring der Lebendigkeit, der mir 10... Ja. Ich speichere mal. Der mir 10 Leben gibt. Was jetzt eigentlich gar nicht so viel ist, fällt mir gerade ein. Vielleicht könnte ich mir doch diesen Ring da nehmen. Ich überspringe mal kurz das Gespräch und schaue, wie viel der Ring bringt. 4 Tränke finde ich auf jeden Fall sinnvoller als 400 Gold. Denn, ja, Gold habe ich erstens sau viel und zweitens habe ich wenig Tränke und bin immer zu faul, welche zu kaufen, wie ihr wisst. Deswegen, ja. Belohnung, Ring. Gib mir den Ring, dankeschön. Und jetzt schauen wir mal, was der Ring bringt. 5 Schutz vor Waffen. Ich habe im Moment aber 75 Schutz vor Waffen und ja, ich glaube, ich bleibe mal erstmal bei Leben. Also darfst du deinen Ring behalten und ich nehme die Tränke und kann den Ring der Lebendigkeit angelegt lassen. So viel bringt der Ring der Eisenhaut echt nicht. Ich meine, er ist nicht schlecht, ne, aber ist jetzt auch nicht so toll, dass ich ihn unbedingt haben müsste und dafür den Ring der Lebendigkeit ablegen will. Ich brauche ein bisschen Lebensbonus, ne? So viel Leben habe ich ja nicht. Okay, als nächstes gehen wir ins Bett. Da ist die Tür schon wieder zu. So ein Mist aber auch. Wir gehen jetzt ins Bett. Wir haben jetzt hier diese Sachen erledigt, die ich noch erledigen wollte, aus dem Grund, aus welchem Grund ich auch hier nachts gespeichert hatte und aufgehört hatte, was ich ja normal nicht tue. Und jetzt schlafen wir bis zum nächsten Morgen und dann gehen wir zuerst mal zu Hilda und diesen Banditen. Ich hoffe, ich kriege die erledigt. Ich gebe aber auf jeden Fall erstmal die Hilda-Quest ab, damit ich das hinter mir habe. Bring dir ihr Heilmittel und speichere dann an der Stelle. Und wenn ich die Banditen noch nicht killen kann, auch mit meiner coolen Rüstung, dann kann ich da eigentlich wieder laden und einfach wieder in die Stadt spazieren. Mein nächstes Ziel ist dann diese Insel, auf der das Zeug liegt, wo die Diebesgilde, also auf der die ganzen Sachen von der Diebesgilde rumliegen. Außerdem will ich jetzt noch was ausprobieren. Ich werde also mal kurz gucken, ob das funktioniert. Ich habe ja diesen Typen da eingeschläfert, diese Lagerhauswache hier rechts von mir, wo ich jetzt gleich hingehe. Und dann gab es da ja noch eine Truhe, die ich nicht ausnehmen konnte. Wir haben 4-mal vergessen, okay. Und 2-mal Schlaf, das sind die 2, die wir gerade bekommen haben. Ja, ich schläfe ihn jetzt ein und gucken, ob ich diese Truhe jetzt öffnen kann. Ich brauchte dafür einen Schlüssel. Vielleicht habe ich den schon. Ich weiß es selber nicht. So, da lässt sich nichts machen. Da braucht man keinen Schlüssel, das sagt er gar nicht. Da lässt sich einfach nur nichts machen. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet.
Es ist in diesem Spiel nicht so, dass man manche Dinge nur mit einem gewissen, mit einer gewissen Menge an Geschick knacken kann. Man kann es mit jeder Menge an Geschick schon versuchen, man bricht sich dann halt leichter die Dietriche ab. Aber ja, wenn er sagt, da lässt sich nichts machen, dann kann man das, glaube ich, gar nicht öffnen. Und sonst sagt er nämlich entweder Schlüssel oder ich habe keine Dietriche oder so. Dietriche haben wir ja. Er sagt also einfach nur, er braucht den Schlüssel. Und diesen Schlüssel gibt's ja gar nicht. Mit anderen Worten, schade. Mit anderen Worten, wir kommen da nicht dran an diese Truhe. Ich weiß nicht, wie man die öffnet, ob man die öffnen kann. Ist euch übrigens aufgefallen, dass in Gothic 2 Classic diese Treppe nicht hier ist? Das ist schon seltsam, ne? Okay, ja, diese Treppe haben sie dann wohl bei Nacht des Raben eingefügt. Ich weiß gar nicht, wie die auf die Idee kamen. Ich wusste auch gar nicht, dass die Welt verändert haben. Es ist mir jetzt erst aufgefallen. Oder eher beim letzten Mal schon, als ich die Treppe gesucht habe. Oder beim vorletzten Mal, als ich die Treppe gesucht habe. Keine Ahnung, irgendwann ist mir das aufgefallen. So. Bringen wir Hilda schnell ihr Heilmittel. Und dann schauen wir mal nach diesen Banditen, die da rumhängen. Und versuchen sie zu killen. Jetzt haben wir ja eine gute Rüstung. So, hier ist etwas für dich. Ich kann deinen Geldbeutel stehen. Stimmt, ich habe hier noch niemanden beklaut. Ich bin auch gar nicht zu Lauberts Hof, seit ich den Taschendiebstahl habe. Ich probiere es einfach. Wenn du mich verprügeln willst, dann tu das. Tust du nicht gut. Ich habe deine Medizin. Wirklich? Wir brauchen Menschen wie dich in unserer Gemeinde. Ich danke dir. So. Ja, hau weg die Scheiße. Ich hoffe, dass diese paar Münzen angemessen sind. 50 Gold für nichts, das finde ich nett. Ich bin einfach nur hin und her gelaufen. Okay, dann... Wir haben hier noch einige Leute zu beklauen. Ich probiere es einfach mal bei allen. Wir haben noch Lobart und den Malet und Vino. Bei denen können wir es überall probieren. Der hat nix. Lobart hat nix. Dann haben wir den Malet. Probieren wir es bei dem und dann noch Vino. Und danach gehen wir zu den Banditen und danach gehen wir zu der Insel. Und danach haben wir bestimmt noch einiges bei Omas Hof zu tun. Kinderspiel. Der Typ ist ganz schön aggressiv gerade, ja? Ich habe dem mit seinem dämlichen Stock geholfen und er hat immer noch gesagt, verpiss dich. Oder lass mich doch in Ruhe. Oder geh mir nicht auf die Nerven. Keine Ahnung, was er gesagt hat, aber nett war er nicht gerade. Gut. Auf jeden Fall war es ein Kinderspiel, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ich weiß nicht, warum der so beknackt ist und mich einfach so leicht seinen Geldbeutel klauen lässt. Keine Ahnung, was mit dem kaputt ist. Vielleicht ist er wirklich so sauer, dass er überhaupt nicht auf seinen Geldbeutel Acht gibt. Dann haben wir dich noch. Und, wie sieht's bei dir aus? Überall. Okay. Er labert nur wieder immer noch über die Suchenden. Die Sache mit der Schwarzbrennerei habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es die aus dem nächsten Kapitel. Das war ein eleganter Sprung, mein Held. Mein Held. Das klang jetzt seltsam. Okay, wir speichern. Ah ja, ich kann eigentlich hier speichern. Wenn ich nämlich lade, kann ich mich einfach teleportieren. Ach nee, ich muss ja erst zur Insel. Also gut, zur Insel gehen und dann teleportieren. So mache ich das nachher. Ich hoffe, ich kriege das alles noch hin, was bei Onas Hof zu tun ist, dass ich danach nur noch zu Dings muss. Schafdiebe, ich muss ja noch zu Akis Hof. Dass ich danach nur noch zum Kloster muss und da einfach weitermachen kann mit das Auge Enos. Ich hoffe, den Rest kriege ich heute alles hin. Das heißt, das Richters Lakai, ja, dazu muss ich auch zum Kloster. Torlofs Angst vor schwarzen Mann ist diese Dexter-Sache da. Da, wo Dexter war. Die Schafdiebe bei Akis Hof und ansonsten eben jetzt noch hier diese Banditen und die Diebesgilde-Insel, die keine Quests sind, aber die ich jetzt erledigen will. Vor allem die Diebesgilde-Insel sollte nicht zu schwierig sein. Ich glaube, da gibt es nur sehr schwache Viecher. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo die ist. Das könnte ein kleines Problem darstellen. Ich hoffe, dass ich die irgendwie noch finde und dann nicht einfach mal ins Wasser gehe und einfach 10 Kilometer weit schwimme und merke, ich werde jetzt einfach von diesem komischen Viech gefressen. Falls ihr euch erinnert, da gibt es im Wasser... Wenn man tief ins Meer reinschwimmt, gibt es da einfach so eine komische, keine Ahnung, so eine Bestie. Ich weiß nicht, irgendwie sowas wie Nessie. So hieß die. Nessie, das Monster vom Loch Ness, so schwer ist es nicht zu merken. So, wir sind schon fast da. Dann können wir mal gucken, ob wir jetzt mit unserer neuen Rüstung diese Banditen platt kriegen. Unsere neue Rüstung ein bisschen testen. Ich denke, möglich ist es jetzt. Ich denke aber auch, es ist nicht so einfach. Ich wurde ja davor schon ziemlich zerfetzt von denen. Jetzt laggt es wieder, weil da vorne das Meer ist. Das Meer bringt das Spiel ganz schön zum Laggen. Wir sind schon fast da. Ich speichere nochmal. Warum auch immer. So, und wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen, geht die Party los. Hallo. Jetzt bin ich dran. Autsch. Okay, es hat nicht mal richtig wehgetan. Ihr Pfeifen, ihr sterbt jetzt. Okay, die Rüstung ist einiges wert. Die Rüstung ist wirklich sehr, sehr nützlich. Ich könnte vielleicht noch Meister sein, dann hätte ich noch ein bisschen bessere Chancen.
Vor allem wegen der kritischen Trefferrate. Ich mache jetzt nämlich noch nicht so viele kritische Treffer, wie man hier sieht. Die brauche ich aber echt dringend in so Kämpfen. So, der ist erledigt und du bist der Nächste. 2 gegen 1 ist schwer, aber 1 gegen 1 ist wirklich einfach. Aua, 3 gegen 1 wird dann wieder eine ganz andere Geschichte mit dem Jacks Leuchtturm da. Aber das machen wir heute vielleicht auch noch. Stimmt, das ist noch ein weiteres Ziel. Also Arkis Hof, die Banditen in Jacks Leuchtturm. Von hier kann ich mich eigentlich auch teleportieren, denn so wichtig ist mir ein bisschen Mana nicht. Und ich habe, glaube ich, genug, dass ich mich 4-mal teleportieren kann am Tag, ohne dass ich einen Mana-Trank trinken muss. Falls ich eben danach schlafen gehe. Ja, ich habe 21 Mana, das reicht. Ich weiß gar nicht, wo ich so viel Mana her habe. Ich glaube, ich habe ein paar maximal Mana-Elixiere gefunden. So, die Banditen sind tot. Jetzt sind hier noch ein paar. Ich habe mich nicht geheilt. Ich glaube, das war ein bisschen lebensmüde. Du bist ganz schnell gestorben. Wow. Da sind nochmal 2. Eine ist wieder so ein Schwachkopf, der nicht kämpfen kann. Der ist jetzt auch gleich ganz schnell tot, hoffe ich. Ich glaube, ein kritischer Treffer und der ist hinüber, so wie der andere Typ. Den hat es ja total zerlegt. Aua. Hau ab jetzt. Ich will deinen Kumpel töten und nicht dich. Au. Au. Ah, lasst mich jetzt in Ruhe. Ah, damn it. Die schaffen es doch tatsächlich. Okay, du bist tot. Mich ganz schön zu verletzen, aber klar, sind ja auch zu zweit, ne? 2 Gegner auf einmal ist nicht gerade einfach. Aber gut, jetzt haben wir es ja fast geschafft. Der letzte sollte kein großes Problem darstellen. Mann, die Waffe ist so riesig cool, ne? Die Waffe ist so riesig und cool, meinte ich. Ich finde es so cool. Einfach mal wieder andere Waffen zu haben. Wow, heute gibt es gegrillten Bandit, wie es aussieht. Ja, ich finde es einfach cool, im Gegensatz zu Nacht des Raben, einfach mal andere Waffen nutzen zu können. Nicht immer nur mit derselben rumzulaufen, also mit dieser Klaue Belias, sondern hier mal so ein paar cool aussehende Schwerter zu testen und so. Habe ich eigentlich bald mal ein Level ab? Ne, erst in 3000 Erfahrungspunkten. Gott, ich brauche aber echt bald mal Meister. Ich will nicht ewig als Kämpfer. Wow, ihr seid ja auch noch. Ihr seid 4 auf einmal. Okay, ich heile mich ausnahmsweise. 4 Gegner ist ein bisschen auch hardcore, wenn man kein Leben hat. Deshalb sollte ich mich vielleicht heilen. Wie viel habe ich an Leben? Ich brauche noch 150. Ja, das ist kein Problem. Trinken einfach 3 von denen. Wir haben... Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass wir nur 4 Elixiere hätten. Also die 4, die wir bekommen haben. Irgendwie habe ich 8 Elixiere. Irgendwas habe ich da falsch in Erinnerung gehabt gerade. Oder so. Vielleicht habe ich nicht so genau geguckt. Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier ein paar Banditen killen. Uiuiui. Jetzt kommen die da mit ihren schweren Ästen auf mich zu. Okay, die sterben ganz schnell. Da hatte ich ja ganz schön Glück gerade. Die sind ganz schnell verreckt. Der andere ist ein kleines Problem. Ich verliere schon einiges an Leben wegen dem Banditenanführer. Deshalb. Aber egal. Ein 1 gegen 1 überlebt er nicht. Ich bin nämlich ein guter Kämpfer. Auch wenn ich nur auf Kämpfer bin und nicht auf... Aua! Das hat wehgetan. Okay. Du stirbst jetzt, Bastard. Okay, das war schön. Für 300 Erfahrungen haben wir den Banditenanführer gekillt. Ein Beutel voll Gold. Das ist nicht Diegos Beutel, aber der klingt, glaube ich, genauso. Das ist eine ganze Menge Gold drin, die wir uns jetzt holen können. Abgesehen von den Erfahrungspunkten, die wir jetzt schon haben, haben wir ja also ganz gut abgestaubt. Dann haben wir hier noch ein paar Felle, die wir gleich bei Bosper verkaufen können. Ich war hier doch schon drin, da waren die noch nicht da, ne? Die sind alle neu. Wow, da ist nochmal ein Geldbeutel. Und Rohstahl haben wir auch. Das heißt, wir können uns einige Schwerter schmieden, sobald ich eben genug Erz habe, um Erzschwerter schmieden zu können. Die Truhe hier rechts, rechts, links, links, rechts. Die Truhe hier ist offensichtlich auch neu. Dafür kriegen wir 2 Dietriche, haben einen verbraucht. Irgendwie, ich war hier schon drin, ne? Ich habe hier schon die Banditen gekillt, aber das ganze Zeug ist jetzt erst da. Oder ich habe vergessen, diese Höhle zu betreten. Das kann auch sein. Ne, das glaube ich nicht. Keine Ahnung, wieso hier jetzt so viel war. Wir schauen uns jetzt erstmal die Geldbeutel an. Ein 50 Goldbeutel und der Lederbeutel voll Gold mit 300 Goldstücken. Okay, so viel ist das nicht, aber es ist okay. Das ist ganz okay bei so einem medium harten Kampf. Wir gehen jetzt zur Hafenstadt. Und hier haben wir was zu tun, das weiß ich jetzt schon nicht mehr. Ah! Erstmal aus Versehen meine Karte zu öffnen, weil ich den falschen Knopf drücke. Was eine halbe Stunde dauert, weil hier noch der Hafen ist und es dann immer laggt. So, nein, schon wieder! Ich bin so doof. Ah, Mann. Ja, ist gut jetzt. Okay. Also hier sieht man 2 Inseln übrigens auf der Karte. Ich glaube, eine von denen könnte die Diebesgilde-Insel sein. Ich weiß nur echt nicht mehr genau, weil ich weiß es einfach nicht. Ich bin, ja, keine Ahnung. Wir müssen, was wollte ich denn jetzt genau machen? Ich wollte Bosspor was bringen. Das ist schon mal ein Punkt. Da ich ja jetzt schon mal hier bin und mich nachher direkt zu Onas Hof teleportiere wahrscheinlich. Oder stimmt, ich muss noch zu Akis Hof. Ah, keine Ahnung. Egal.
Okay, doch. Gehen wir erstmal kurz zu Bosbo. Ich kann mich gut entscheiden, was. Gehen wir erstmal kurz zu Bosbo und bringen ihm seine Felle. Und danach gehen wir noch kurz zu Halvor und geben ihm einen Silberkelch. Und danach obwohl, warte. Wenn ich mich hier eh nochmal hin teleportiere, dann gehe ich noch nicht zu Halvor, weil ich kann nur einmal am Tag zu Halvor. Wenn ich da noch was finde bei diesem Diebesgildeninsel. Bist du ja wieder. Ha ja, bin schon wieder da und hab Schafsfell für dich. Ich habe hier ein paar Felle für dich. Schafsfell? Mhm. Du hast doch nicht etwa bei irgendeinem Bauern die Schafe auf der Weide abgeschlachtet.